Guten Abend, meine Lieben. Ich bin wieder euer Angelo. Ja, erstmal muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe mein Video gestern nicht geschafft. Deswegen komme ich heute erst. Erscheine. Wie auch immer. Wisst schon, was ich meine. Hab nämlich gestern noch bis um eine ganz schöne Weile am einem Bahnhof festgehangen und daher habe ich das zeitlich definitiv nicht mehr geschafft. Aber ich habe euch ja nicht vergessen. Deswegen komme ich heute. Ja. Diese Woche mit unserem Thema Diskriminierung und natürlich auch Erfahrungen und Meinungen. Ja. Ich persönlich kann da zu meinem Glück wirklich sagen, Diskriminierungen habe ich an sich so nicht erlebt. Mal hier und da eine negative Reaktion. Ob jetzt von Freunden, Familie oder sowas. Klar, die hatte ich natürlich auch. Aber jetzt so direkte Diskriminierungen oder so. Gar nicht. Also da bin ich bisher eigentlich immer gut mitgefahren. Weil, mein Gott, negative Reaktionen, sage ich jetzt mal, versucht man ja sowieso dann immer so wie möglich. Entweder mit der Person selber natürlich zu klären, warum und weshalb und weswegen. Oder versucht man halt zu ignorieren. Ne, finde ich eigentlich aber auch generell das Thema Diskriminierung in solchen Fällen, ob das jetzt auf Trans bezogen ist, auf die Sexualität bezogen ist oder einfach allgemein im Alltag, finde ich ein No-Go. Also jeder sollte schon so sein dürfen, wie er ist. Ob jetzt, was weiß ich, schwul, lesbisch, kindliches Verhalten oder sonst irgendwas, irgendwas in dieser Richtung, sollte jedem selbst überlassen sein, wie er ist und allgemein, denke ich mal. Und ich spreche zumindest für sehr viele, wenn ich sage Diskriminierung. Nein. Man sollte so mit den Leuten umgehen, wie man möchte, dass man mit einem selbst umgeht. Mit Respekt gegenüber einem oder halt auch Akzeptanz, je nachdem. Freundlich miteinander umgehen. Wenn man sich nicht leiden kann, okay, dann geht man sich halt einfach aus dem Weg. Bin ich der Meinung. Und da lässt man es auch gut sein. Man muss ja nicht irgendwie irgendwelchen Stress, finde ich persönlich, irgendwie vorprovozieren oder irgendwie, weiß ich nicht, zu sehr auf irgendwas drauf eingehen, was man vielleicht nicht mag oder sonst irgendwas. Als doofes Beispiel, eine Arbeitskollegin und ich, wir an sich verstehen uns super. aber man kennt das ja, Dortmunder und Schalker. Na. Ist nicht so, wenn man jetzt so eingefleischter Fan ist, natürlich nicht so gut aufeinander zu sprechen. Aber selbst sie und ich. Ich kenne die Vorgeschichte, warum die sich streiten und warum da halt diese dementsprechendlichen Feindlichkeiten gegeneinander sind. Aber ich muss ja mit der Person klarkommen. Und solange man kein Fußball zusammen guckt, muss man sich auch nicht gegenseitig anflanken oder sowas oder gar diskriminieren oder sonst irgendwas. Jeder sollte so akzeptiert werden, wie er ist. Und damit sollte man gut sein lassen. Und ansonsten halt aus dem Weg gehen. Punkt. Ja, meine Meinung dazu. Ich denke mal, das ist auch die Meinung vieler anderer von euch. Zumindest so ähnlich. Und ja, ansonsten würde ich sagen, war es das meinerseits. Euch viel Spaß natürlich noch in dem restlichen Mittwoch. Und morgen allen euch einen schönen Feiertag. Schenkt eure Väter. Und guckt mal, was ihr morgen treibt. Ich werde morgen erstmal ausschlafen. Ich brauche nämlich nicht arbeiten gehen. Schönen Abend euch noch. Ciao.